Hey, yo, Ladies and Gentlemen, schönen guten Tag, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Schinski-Kanal. Und zwar gibt es heute mal ein schönes Rezept, den ultimativen Grilled Cheese Schinski-Style. Man braucht wirklich nicht viel. Zwei stinknormale Scheiben Toastchen. Zwei Käsevarianten deiner Wahl. Normale Butter. Kräuterbutter. Eine ganz hervorragende leckere Soße deiner Wahl. In meinem Fall ist es die leckere Knoblauchsoße von Domino's. Und man benötigt ein paar schön dünn geschnittene Zwiebels. Wenn du keine Zwiebeln magst, kannst du das gerne weglassen. Das ist gar kein Problem. Ich habe hier gerade mal Mountain Dew Code Red probiert. Es schmeckt wirklich nicht schlecht. Es schmeckt eigentlich wie Uludag mit ein bisschen Geschmack von Sherry. 5 von 10 Schinskis. Dann lass uns jetzt mal loslegen. Wir kochen uns das hier. Ihr wisst ja, ich habe noch keine Küche, deswegen ist das hier jetzt auf dem Balkon das Ganze. Ich habe leider nur eine Herdplatte. Und wenn die Küche da ist, Leute, dann gibt es richtig geile Kochsachen. Das sollte eigentlich auch erst dann entstehen, wenn die Küche da ist. Aber ich konnte nicht warten. Ich habe jetzt Bock auf das Essen und ich dachte mir, filmst du den Shit doch einfach gleich mit. Also, here we go again. Dann lasst uns mal beginnen. Ja. Fangen wir mal an auf Stufe 5. Die Hälfte. Und als erstes kommt ein Stück gute Butter. Gute Butter. Ein schönes, dickes Stück Butter, Leute. Denn Butter ist immer was Feines. So, Leute. Und als erstes kommen dann die guten Zwiebeln rein. Die müssen richtig schön goldbraun gebraten werden. Das ist richtig geil. Uiuiui, richtig schön goldy. Richtige goldene sein da. Gebratene Zwiebeln, das ist doch was ganz Feines, oder Leute? Die können jetzt erstmal richtig schön durchgebraten werden. Das ist übrigens eine Induktionsherdplatte. Ziemlich geil, das Teil. Auf jeden Fall immer zu gebratenen Zwiebeln eine kleine Prise Zucker hinzufügen, damit das Ganze karamellisiert und richtig geil wird. Eine schöne Prise Sugar drüber. Sugar für die Girls. Ach komm, geht noch ein bisschen. Bisschen Sugar für die Girls. Das kann richtig schön karamellisieren, das Ganze. Und in der Zwischenzeit können wir uns schon mal den guten Cheddar Cheese da drauf legen. Ich würde sagen, wir nehmen zwei Scheiben, ne? Einfach trocken drauf. Hier kommen dann die leckeren gebratenen Zwiebeln noch drauf. Dann wird das zusammengeklappt und schön gebraten. Lasst euch überraschen. Gleich ist es soweit. Keine Angst. Ich liebe gebratene Zwiebeln. Und die kommen jetzt einfach hier schön drauf. Auf das gute Käse-Sandwich. Leider ein bisschen viel geworden. Dann muss das leider hier runter. Das macht aber gar nichts. Kann man nämlich gut so auch noch wegsnacken, den Shit. Jetzt machen wir hier wieder Stufe 5 an. So, Leute. Jetzt wird das einfach zusammengequetscht. Richtig geil zusammengequetscht. Jetzt kommt nämlich der Endspurt. Jetzt kommt erstmal die gute Kräuterbutter hier rein. Und dann unser Sandwich. Das muss aber gut eingerieben werden hier mit der guten Kräuterbutter. Und dann müssen wir es auch direkt nochmal umdrehen, damit die andere Seite auch noch was abkriegt. Guck mal, so muss das nämlich aussehen. Das muss getränkt sein in geiler Butter. Geil, so muss das aussehen, Leute. Und dann wird das hier so richtig geil nochmal gepresst. Und jetzt müssen wir dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Ungefähr 2 Stunden. Nein, Quatsch. Paar Minütchen. Geht schnell. Gucken wir mal, wie es jetzt mittlerweile schon aussieht. Guck mal, wie schnell das geht. Guckt euch das an, wie schnell das geht. So, und jetzt, wenn das hier schon mal brät, öffnen wir schon mal unseren Gouda Cheese. Das muss jetzt schön kross werden, Leute. Das ist wirklich schwierig, ein bisschen auch.
Man muss den genauen Punkt erwischen. So. Okay, die Seite sieht schon mal gut aus. Und auf die Seite, wenn die schon gut ist, kommt da nämlich richtig fett Käse drauf. So. Ist die andere Seite bestimmt auch jetzt durch. Jetzt wird das Ganze umgedreht. Auf den Käse, einfach drauf, Leute. Oi, yeah. Und das Ganze auf der anderen Seite ebenfalls. Übrigens kannst du dir da auch noch wunderbar eine Scheibe Schinken oder so reinmachen. Ne? Also dir stehen da ja alle Möglichkeiten offen. Nur das hier ist jetzt die Schinski-Variante. The original Schinski-Ting. Kann man hier schon mal langsam drunter. Und das Ganze umdrehen. Oi. Ui. Zieht euch das rein, Leute. Wer von euch mag auch die geile Käsekruste beim Käsebrötchen? Oh ja, das ganze geile Sandwich, das besteht nur aus der geilen Kruste. Zieht euch das rein, Leute. Ich muss mal Foodporn-mäßig noch ein bisschen zoomen hier, oder? Guck mal hier. Das ist mal ein Cheese-Sandwich, oder Leute? Ja, ihr dreht das jetzt so lange hin und her, bis euer gewünschter Bräunungsgrad erreicht ist. Und dann schneiden wir das Ganze gleich an, oder Leute? Ui. Ui, 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 ui. Ui. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich find's mega. Ich find's mega. Leute, das ist ein Käse-Sandwich. Das ist ein Cheese-Sandwich. Oh. Das ist mal ein Grilled Cheese, oder? Ein leckeres Käse-Sandwich. Mit gerösteten Zwiebeln. Oh ja. Und dazu dann noch diese geile Soße. Ist natürlich ein gutes Diätessen. Ne? Und schweineheiß ist das Teil immer. Mmh. Mmh. Oh mein Gott. Ihr müsst das unbedingt probieren. Also dazu braucht man eigentlich, muss man nicht mal unbedingt eine Soße haben. Das schmeckt so geil. Das ist wirklich ein 10 von 10 Schinski Sandwich in meinen Augen. Würde mich freuen, wenn ihr es mal probiert und mir einfach eure Meinung da lasst. Würde mich mal interessieren. Also ich mag es sehr gern. Gerade die Zwiebeln, die passen so geil. Okay Leute, ich will euch nicht länger aufhalten. Ich esse jetzt hier genüsslich auf und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Genießt das Wetter schön, auch wenn es nicht so toll ist. Naja, müssen wir durch, ne? Bleibt gesund. Tschüss.